Hi und herzlich willkommen wieder auf Björns YouTube-Welt. Ja, heute geht es wieder um Produkte von Action und zwar LED-Stripes von LSC Smart Connect. Bitte achtet darauf, damit wir das jetzt nicht verwechseln. Es gibt jetzt zwei neue Produkte. Das habe ich hier gekauft im Dezember für 25 Euro. Das ist das Smart XXL LED-Band, 10 Meter lang. Smart LEDs hier unten 10 Meter. Der große Unterschied an den Verpackungen ist, hier seht ihr einen Controller und es ist 10 Meter lang. Und das ist jetzt auch ein neues Produkt. Und zwar geht es da um einen 5 Meter Smart LED Strip. Hier sehen wir keinen Controller. Also nicht, dass ihr das verwechselt. Und in dem heutigen Video, das andere Produkt zeige ich euch das nächste Mal. In dem heutigen Video schauen wir uns das 10 Meter LED-Band einmal an, was es so kann und wie man das einrichtet und so. Also das Übliche. Bleibt dran, nach dem Intro geht's weiter. Ja, Freunde, das ist dieses 10 Meter Smart Strip von Action. Und zwar schauen wir uns wie immer erstmal alles hier auf der Verpackung an. Wie gesagt, der große Unterschied auf dem Bild ist einmal, dass wir hier einen Controller sehen. Und das ist diesmal das 10 Meter Smart XXL LED Strip ist von LSC Smart Connect, der Smart Home Hausmarke von Action. Hier sehen wir wie immer ein Smartphone abgebildet und üblicherweise, wie immer, 2,4 GHz Wi-Fi. Aber wisst ihr was? Mittlerweile ist das auch gar nicht mehr schlecht. Man muss es ja nicht immer schlecht reden, dass es den alten Standard benutzt. Weil alle neuen Geräte benutzen den neuen Standard und irgendwann habt ihr alle eure Smart-Home-Geräte auf 2,4 GHz. Und ja, die gute Frequenz, die schnellere Frequenz habt ihr dann frei für eure schnellen Geräte. Irgendwo ist das auch vorteilhafter. Jetzt fangen wir erstmal an und schauen mal an, was sie uns hier so erzählen. Und zwar ist das RGB/C. Was meinen Sie mit C? Das weiß ich nicht. Custom? Ich weiß es nicht. Tunable White, also dass wir auch den Weißton einstellen können. 1400 Lumen maximal mit einem 360 Grad Abstrahlwinkel, Energieklasse F. Lasst euch da nicht täuschen. F hört sich zwar sehr miserabel an, aber der tatsächliche Verbrauch wird hier angegeben mit 24 Watt. Dafür betreiben wir aber einen 10 Meter LED Strip, der auch noch smart ist. Das heißt, verschiedene Leuchteffekte auf der ganzen Länge gleichzeitig darstellen kann. Also Anfang rot, Mitte blau, Ende grün. So als Beispiel. Ja, so ein paar Bildchen haben wir ja auch noch links und rechts. Hier haben wir nochmal, dass es RGB ist und warm weiß. Es soll zwischen 2700 und 6500 Kelvin erzeugen können an Farbton bzw. Wärme oder Kälte des Lichtes, wenn es auch warm weiß habt oder kalt weiß. Hier auf der Rückseite haben wir wie immer so eine kurze Beschreibung auf alle möglichen Sprachen. Wir werden natürlich nur das Deutsche vorlesen. Und zwar ist das ein Slimmer XXL LED Streifen 10 Meter. Ja, 10 Meter ist schon mal eine ganze Menge. Früher gab es diese Sorte an LED-Streifen nur als 5 Meter. Das dürft ihr nicht vergessen. Viele haben ja auch immer verlangt, boah, ich möchte das auch verlängern, kann man es verlängern. Die alten konnte man nicht verlängern. Da war, glaube ich, 2x5 Meter in einer Packung drin. Diesmal ist es einmal 10 Meter. Da kann man aber auch kein weiteres anschließen. So, dann schauen wir mal an. Eine einfache Verbindung mit 2,4 GHz WLAN-Netzwerke. Kein Hub erforderlich. Ändern Sie die Farbe, Helligkeit und Helligkeit. Ändern Sie Farbe, Helligkeit und Helligkeit. Ja, Tatsache. Stellen Sie Szenarien, Zeitpläne ein oder stellen Sie die Farben alle 25 cm über die LSC Smart Connect App selbst ein. Die Sprachsteuerung wird von Amazon Alexa und dem Google Assistant unterstützt. LED-Streifen können alle 25 cm geschnitten werden, inklusive Fernbedienung. CR025 Batterie ist im Lieferumfang enthalten. Ganz wichtig für die, die auch ein iPhone benutzen. Siri Shortcuts habe ich euch schon mal gezeigt, ein Video darüber, wie ihr das einrichtet. Das funktioniert auch ganz easy. Hier Google Home und Amazon Alexa ist natürlich auch möglich. Die App, das ist hier in diesem Fall die LSC Smart Connect App. Die bekommt ihr hier mit diesem QR-Code. Ich verwende aber ausschließlich die Tuya App. Die sieht optisch fast identisch aus, hat alle Funktionen, die diese App auch aufweist. Nur kann ich in der Tuya App noch Drittanbieter wie Hama und andere Hersteller, die Steckdosen herstellen und andere coole Produkte, kann ich dann halt in der Tuya-App mitverwenden. Hier bin ich halt nur auf diesen Kram beschränkt, das finde ich halt nicht so cool. Ja, dann haben wir hier, dass das Ganze über das Smartphone auch dimmbar ist, aber auch über den Sprachassistenten. CAI, Farbindex von 80,
Wenn es eingeschaltet ist, Stromverbrauch 24 Watt, Standby 0,5 und wenn es einfach nur eingesteckt ist, auch 0,5. Dann soll das 15.000 Stunden halten, wenn es leuchtet, oder Leuchtzeit, Lebensdauer. 10 Meter auf der Rolle, es ist auf der Rückseite mit einem Kleber, man kann es alle 25 cm schneiden und IP20 geschützt, ja, Spritzwasser oder so. Dann haben wir hier natürlich Energieklasse F. Das hört sich natürlich ganz schlimm an, aber die EU hat uns ja den Gefallen getan und hat das von A halt runtergeschoben, so die ganzen Werte, bei allen Elektrogeräten, ich glaube, das war vor 2 Jahren. Ja, Dankeschön dafür. Und WLAN-Reichweite maximal 10 Meter und Bluetooth, das solltet ihr gleich bei der Einrichtung auch aktivieren, dann geht das Ganze schneller. Hier mit 6 dBm und ja, Reichweite Bluetooth steht hier leider nicht. XXL 10 Meter, Batterie dabei, 1,5 Meter Zuleitung. Dann haben wir 10 Clips zum Festmachen, 10x 3M Sticker und 10x Schrauben zum Befestigen. Hier haben sie zugeklebt. Ne? Achtet drauf, dass ihr auch eins bekommt, was zu ist. Nicht, dass ihr was kaputt ist oder irgendwelche Teile fehlen beim Kauf und so. Ja, das Übliche. Wir schauen jetzt mal rein. Genug erzählt. Was haben wir denn da so drin? Mache ich schon mal hier oben auf. Ich erwarte da jetzt eigentlich auch nicht viel, sondern nur das, was da versprochen wird. Hier kommt mir direkt die Fernbedienung entgegen. Hier ist immer so eine Kunststoffsicherung drin, einfach rausziehen und dann solltet ihr das auch damit benutzen können. Was haben wir hier? Hier unten haben wir Musikeffekte, 4 Stück. Dann haben wir eine Geschwindigkeit, einen Mode und nochmal Geschwindigkeit, Farben, ne? Und einen Timer. Und dann können wir wahrscheinlich hier hell und dunkel machen oder durchschalten die Farbe. Hier oben hell und dunkel, an und aus. Und ja, das war es erstmal. Dann haben wir hier, wo diesmal nicht in einer antistatischen Folie eingewickelt, sonst war es immer antistatisch eingewickelt. Sie werden langsam umweltfreundlich. Hier auf einer Papptrommel haben wir halt das neue RGB-Strip. Was sage ich jetzt hierzu? Hier sind so zwei LEDs, warm weiß und in der Mitte ist wahrscheinlich der RGB-Block. Hier an diesen Kanten, alle 25 cm schneiden. Ja, ich glaube, hier irgendwo kann man schneiden. Steht das auch irgendwo auf der Rückseite? Alle 25 cm schneiden. Schauen wir gleich mal in die Anleitung. Das ist nämlich der nächste Schritt. Alle 25 cm soll man schneiden können. Da gibt es wahrscheinlich eine Markierung. Die ist leider sehr, sehr sparsam immer, diese Anleitung. Schaut mal, jetzt möchte ich gerne wissen, wo ich das schneiden kann. Und zwar genau da, wo diese Kontaktstellen sind, das heißt nicht da, wo es gelötet wurde, sondern hier, und dann sollte ziemlich mittig das einmal durchschneiden können. Kann man dann vielleicht auch mit Löten wieder verbinden und so, aber nur für Geübte, nicht, dass er da irgendwas durchhaut oder so. Netzteil haben wir dabei und ja, Schrauben. Aber ihr seht selber, hier gehen sie nicht wirklich krass auf die App ein. Das Übliche. Ich meine, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an, aber einer, der jetzt zum Beispiel kein YouTube gucken würde oder Internet überhaupt hat oder so, ich weiß gar nicht, könnte er das verwenden. Einer hat mal geschrieben, was ist das hier, Dreck in der Packung, ganz cool. Einer hat mal geschrieben, hier ist auch Schmutz drauf, wahrscheinlich irgendwo im Lager. Einer hat mal geschrieben, man könnte diese LED-Strips einfach an eine Steckdose lassen und nach ein paar Minuten hört das Geblinke auf und man könnte es dann einfach mit der Fernbedienung benutzen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, das können wir aber gleich mal testen. Aber die schreiben es halt immer, oder ihr schreibt einfach immer da drunter, aber es gibt ja mittlerweile ja so viele LED-Strips und verschiedene Sorten von denen, da weiß man mittlerweile gar nicht mehr, was gemeint ist. Ja, hier haben wir so 2, 4, 6, 8, 10, 3M doppelseitige Klebepads. Wahrscheinlich hier für die Mopeds hier so zum Draufkleben irgendwo. Das sind die Klemmen. Dann haben wir die passenden Schrauben noch dafür. Das ist einfach nochmal eine Zusatzstabilisierung, wenn ihr das irgendwo anbringt, damit das nicht immer runterkommt, so wie das sehr oft bei mir der Fall ist, weil der Kleber ja nicht immer ganz so der Knaller ist. Gleich schauen wir mal auf der Rückseite von dem Streifen hier. Aber es ist kein 3M-Band. Das ist wieder hier... ja, der nachgemachte China-Pendanten. Hier sehe ich halt nur M und M und M, aber es ist nicht 3M. Also nicht denken, dass das jetzt hier das mega krass Geile ist, weil bei 3M, ne, würde man das halt hier sehen, da ist halt nur ein M. Und das hatte ich letztes Mal schon mal bei den Battletron-Produkten, die ja auch mit LSC daherkommen.
oder von LSC daherkommen und als Hausmarke einfach rebrandet wurden. Und ja, das, auf den ersten Blick sieht es aus wie 3M, weil man die Schriftart ziemlich gut nachgeahmt hat. Ja, Netzteil haben wir jetzt hier. 24 Watt Netzteil, TÜV oder beziehungsweise Dekra geprüft, sogar diesmal geprüfte Sicherheit nur für den Innenbereich. IP20 und 24 Volt 1 Ampere, für welche, die da basteln wollen, ist das immer eine sehr interessante Angabe. Hier ist der Controller, der, den wir auch vorne auf der Packung gesehen haben. 1400 Lumen RGBIC plus CCT 24 Volt, 1 Ampere, 2,4 GHz, 802.11 BGN, natürlich aus dem Land, wo die ganzen schönen Dinge herkommen. Hier haben wir wieder eine Taste. Hier unten haben wir den Anschluss für dieses Netzteil. Wir haben hier einen Infrarotsensor. Hier das mit dem schwarzen, das ist der Infrarotsensor. Den könnt ihr dann so sichtbar irgendwo hervorluken lassen. Und dann könnt ihr mit der Fernbedienung, die halt auch Infrarot ist, das Ganze dann hier steuern. Und hier haben wir einen Anschluss, 2, 4 mit 5 Kontakten. Hat der hier, der hat hier halt eine Aussparung, deswegen kann man das Ganze nicht verwechseln. Wir schauen uns mal an, was wir hier so vorfinden. Ja, hier haben wir wieder das M-Band und wir haben ja hier 24 Volt. Steht hier an dem Anschluss vielleicht noch irgendwas Interessantes? Schauen wir da mal nach, weil es gibt ja welche, die wollen damit ja auch basteln. Und wenn wir jetzt mal hier drunter luken, das geht schon mal sehr schwer ab. Direkt ja, halben Kleber verhunzt, ne? Schaut mal, eigentlich sollte es ja hier kleben und es ist ja mittlerweile so, ich ziehe das hier ab und jetzt kommt erst der Selbstkleber zum Vorschein, also das ist ja schon mal echt super. Ihr seht ja auch, dass das wirklich eine 3M Nachmache ist im Schriftdesign und Farbdesign, es ist genau dieselbe Farbe, sagt mein Auge. Finde ich jetzt nicht so cool. Naja, meckern auf hohem Niveau vielleicht, aber es suggeriert mir halt, dass ich da ein Markentape habe, wobei das eigentlich auch nicht wirklich gut war. Immer bei den RGB-Strips, das ist trotzdem immer irgendwie abgegangen. Naja, wir werden das Ganze jetzt einmal anschließen. Dann sollte es blinken fürs Einrichten, fürs Setup. Und ich werde das jetzt aber erstmal 10 Minuten liegen lassen und schauen wir mal an, ob das irgendwann aufhört zu blinken. So, wie fangen wir an? Ja, erstmal klemmen wir das Ganze hier dran. Und dann nehmen wir hier diesen Stecker, der geht ja auch nur in einer Richtung hier drauf. Und dann einmal klicken. Und zum Resetten, ganz wichtig, diese Taste einfach ganz lange gedrückt halten, bis das irgendwann rot blinkt. So war das eigentlich immer. Dann könnt ihr dieses Gerät zurücksetzen, falls ihr da Probleme haben solltet. Jetzt werden wir das einfach erstmal hier anklemmen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es leuchtet rot. Irgendwann sollte das angeblich ja aufhören. Ich werde da jetzt erstmal ein paar Minuten warten und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, wie gesagt, es hat gerade geblinkt und wir wollten mal schauen, ob sich das auch ohne Einrichtung benutzen lässt. Es leuchtet jetzt dauerhaft rot. Das Ganze hat ungefähr 3 Minuten gedauert, grob geschätzt. 8 nach habe ich auf die Uhr geguckt. Jetzt haben wir 11 nach. Ob das jetzt alles so richtig ist, weiß ich nicht. Circa 3 Minuten, gehen wir mal davon aus. Fernbedienung habe ich jetzt mal einsatzbereit gemacht. Wir können das Ganze, können das ausschalten. Hier steht P-On, P-Off. Aha, guck mal. Können wir das auch auf grün stellen? Tatsache. Sehr interessant. Jetzt gehe ich mal hier auf Mode. Und dann ändert der das auch. Was können wir hier mit dem Mode verändern? Ach, guck mal. Der hat auf dem Gerät welche gespeichert anscheinend. Aber ja, es wird immer gelblicher. Jetzt können wir hier wieder auf Mode gehen. Dann hat er hier so einen abwechselnden Farbzyklus. Aber alles bisher nur eine Farbe am ganzen Strang. Und jetzt kommen wir hier zu den interessanten Features vom Gerät. Mehrere Farben gleichzeitig. Das ist schön. Okay, da hatte der Zuschauer recht, dass das mittlerweile möglich ist. Damals war es nicht möglich, da hat man die angeschlossen und es war einfach ums Verrecken nicht möglich, die ohne App-Einrichtung zu verwenden. Das ist jetzt natürlich eine super Sache. Das gefällt mir. Und kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also, ne, ihr seht selber, verschiedene Farben gleichzeitig, die sich noch bewegen auf den ganzen Strang. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn das ausgerollt ist, sieht das Ganze anders aus. Wir schauen uns mal an, wie das hier so leuchtet.
Also das Bunte kommt wirklich aus der Mitte und die äußeren sind halt hier für die Weißlichter, beziehungsweise für die weiße Beleuchtung. Warmweiß, Kaltweiß und so, Mischung daraus. So, jetzt drücken wir nochmal Mode, dann haben wir hier gleich wohl alle durch. Von innen nach außen jetzt den Lichteffekt mit abwechselnden Farben. Und dann wandert da einmal komplett rot. Nicht schlecht. Also, das ist schon echt schön, dass das mittlerweile so funktioniert. Steht aber nicht auf der Verpackung. Woher soll man das denn auch wissen? In der Anleitung brauchen wir danach sowieso nicht suchen. Aber das ist jetzt mal ein cooles neues Feature. Da kann man sich echt freuen, dass das auch ohne Internet, ja, funktioniert. Finde ich schön. Ich glaube, wir haben jetzt gleich hier einmal alles durch. Und dann werden wir uns mal mit der App-Einrichtung beschäftigen. Ja, jetzt leuchtet das lila und ach, das ist. Ich glaube, jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt wandert das einmal. Ja, das ist schon nicht schlecht. Wir können auch hier in 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden Timer setzen oder aber auch hier mit Musikeffekte. Hallo! Ja, das ist schön. Dann brauchen wir das Ganze auch nicht mehr mit der App machen, dass sie immer laufen muss oder so. Also da könnt ihr direkt mit der Fernbedienung eure Disco betreiben. Finde ich schon sehr interessant. Jetzt haben wir einmal alle Modis durchgeguckt. Je nach Lautstärke, was da reinkommt. Ich glaube, hier an der Seite ist dieses Mikrofon, diese kleine Öffnung. Ja, das scheint auch so zu sein. Nicht schlecht. Also, wir schalten das jetzt nochmal aus und jetzt werden wir das mit der App einrichten. Jetzt schalten wir das nochmal an. Ist halt auch nicht so clever, was ich hier mache. Ist halt alles immer ungeplant. Und zum Resetten, damit wir das jetzt in die App hinzufügen können, drücken wir jetzt einfach mal lange diesen Knopf. Das ist übrigens auch der Power-Knopf für das Gerät. Also wenn er da einmal kurz drauf tippt, jetzt sollte das wieder anfangen zu blinken. Eigentlich. Wir werden jetzt hier erstmal die Batterie wieder sichern, weil eigentlich ich benutze das ja so nicht. Oh, doof. Und ja. Im nächsten Schritt nehmen wir unser Smartphone. Ich verwende wie gesagt die Tuya-App. Na, komm her. Play Store. Nein, Play Store brauchen wir nicht. Die gibt es im Apple App Store und im Google Play Store. Wir gehen jetzt hier auf Tuya. Bluetooth ist am Smartphone aktiviert. Wir sollten jetzt direkt im Setup das hier sehen. Wir starten jetzt erstmal die Bildschirmaufnahme. Und hier steht halt LSC 10 Meter Strip fügen wir jetzt einmal hinzu. Ich habe übrigens auch den Skill für Amazon Alexa hinzugefügt. Ihr seht selber, das Ganze ist nicht ganz so cool mit der Kamera. Da hat Canon mich natürlich damals schön gescammt. Mittlerweile macht die Kamera auch viel mehr Schwachsinn, als sie eigentlich soll. Wird gleich wieder scharf, das Bild. Und zwar sollte das jetzt so langsam hier anfangen. Seht ihr? Und der Kreis hier vervollständigt sich, nachdem wir jetzt hier WLAN und Passwort eingegeben haben. Sollte es nicht direkt funktionieren, müsst ihr in euren Router reingehen. 5 GHz, 6 GHz ausschalten, zum Einrichten 2,4 ausschließlich anlassen. Passwort groß, Kleinschreibung, Sonderzeichen beachten. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir haben jetzt hier LSC, LED Strip 10 Meter. Auf ein Stiftsymbol können wir wie immer Namen ändern und einen Raum hinzufügen, beziehungsweise dieses Gerät in einen Raum einfügen, wenn ihr schon mehrere Räume eingerichtet habt. So, das ist im Büro Fertigstellung und dann gehen wir hier unten auf Fertigstellung. Wie ihr gesehen habt, habe ich da ja auch schon Geräte drin. Wenn wir den jetzt gekürzt haben, ja, dann einmal nachmessen, was ihr abgeschnitten habt, weil man müsste das jetzt hier anpassen, damit das auch wirklich intelligent bleibt. Wir stornieren das jetzt, das heißt abbrechen, weil wir haben ja nichts abgeschnitten. Wir können das hier ein- und ausschalten. Wir haben jetzt hier erstmal nur eine Farbe. Das heißt, würde ich jetzt hier rumschieben, wäre das alles eine Farbe. Hier haben wir einmal den Bereich Weiß. Da wird dann weißes Licht erzeugt. Hier können wir uns aus der Farbkarte halt alles raussuchen, was wir so haben möchten. Dann haben wir hier eine Farbkarte für bunte Farben. Das ändert sich dann komplett. Dann haben wir die Kombinationen, damit da abwechselnd die Farben produziert werden. Wie zum Beispiel, hier sieht man es ganz schön, außen ist das lila, innen wird es bläulich oder mit dem Grünton oder hier kunterbunt, da sehen wir es auch wunderbar. Hier außen ist blau, das ist so ein Weißton, dann wird es gelblich und dann orange. Ja, hier nochmal andere Farben. Und wir können aber auch hier drauf gehen und einzeln die Farben hier wohl ändern. Irgendwie ging das damals, muss ich mal gucken. Können wir hier bearbeiten? Normal können wir das hier so bearbeiten.
Ja, guck mal, da können wir harte Übergänge machen und weiche Übergänge. Hier können wir Farben auswählen. Eigentlich war das damals total einfach. Farbkarte. Ja, hier war das. Hier können wir ja die einzelnen Farben auswählen. Da hat mich mal letztes Mal ein Zuschauer gefragt. Wir können jetzt einmal das Ganze, das heißt hier aufgefüllt, das blaue Symbol. Wir können aber auch einzeln etwas machen. Das heißt, hier machen wir jetzt einmal lila. Das sind jetzt die Übergänge. Da können wir auch harte Übergänge machen. Ja. Aber weiche Übergänge sind natürlich dezenter. Jetzt können wir hier auch eine andere Farbe noch auswählen und dann können wir uns hier das Ganze selber gestalten. Und anschließend sollte man das auch irgendwie speichern können, wurde mir gesagt. Wo das jetzt hier der Fall ist, ja, das ist halt die Frage. Planen? Nein. Lichtstreifenlänge? Auch nicht. Danke für deine Information. Das ist natürlich nicht so cool, weil ich wollte das eigentlich speichern. Wo kann man das speichern? Wenn ich jetzt hier drauf gehe, wird das auch nicht gespeichert. Aber jetzt sind wir erstmal hier in dieser Einstellung von dem Gerät. Wir haben jetzt erstmal die Möglichkeit, hier die Kontrolle auszuwählen. Würden wir jetzt hier drauf gehen, würde dieser Skill entsprechend starten und wir könnten uns in unseren Sprachassistenten, der ja mittlerweile schon hier verknüpft ist, ne? Hier Tuya Skill wurde verknüpft und ich verwende den Tuya Skill auf meiner Amazon Alexa, um die Tuya App damit zu verbinden. Das funktioniert auch richtig gut. Was haben wir noch hier? Geräteinfo. Da haben wir die ID, eine IP-Adresse, einmal die NEC, das heißt aber eigentlich MAC-Adresse, dann Zeitzone und hier die Referenz. Zeitzone ist wichtig, wenn ihr einen Timer stellt in dieser App, dass das Ganze auch synchron läuft. Zum Einschalten, okay, da können wir so Shortcuts machen. Wir können Gruppen erstellen, wenn wir jetzt mehrere davon haben, so wie ihr jetzt hier seht. Ich habe hier andere LED-Strips, aber vom selben Typen. Und zwar habe ich ja die 5 Meter ja schon gekauft. Und das sind die 5 Meter. Und dann habe ich hier noch so was Ähnliches. Das könnte ich in einer Gruppe machen. Und dann würden die alle synchronisiert laufen. Geräteübersicht. Bleiben wir erstmal hier. Netzwerk. Wir können ein Backup-Netzwerk mittlerweile auch in manchen Geräten einstellen. Das habe ich schon mal hier irgendwo gesehen, aber irgendwie ist das wieder hier nicht möglich. Manchmal ist das komplett anders in den Geräten. Wir können ein Gerät teilen. Hat eure Frau zum Beispiel die App oder euer Kind, dann könnt ihr einzelne Geräte mit dem Kind teilen, damit das Gerät von dem Kind auch smart gesteuert werden kann, falls ihr jetzt keinen Sprachassistenten habt. Und ihr nicht alle Geräte freigeben möchtet, könnt ihr einzelne Geräte freigeben, denn so Kameras oder so, wenn da so ein Kind dran rumspielt und da ist vielleicht mal eine wichtige Aufnahme drauf, kann das Kind das ja löschen und so, könnt ihr dann auswählen, welches Gerät das Kind nutzen darf zum Beispiel. Und wie das geht, habe ich euch schon mal gezeigt in eins meiner anderen Videos. Geräteübersicht, da könnt ihr das bewerten. Offline-Notification, ist das Gerät mal offline, dann gibt es eine Meldung hier oben raus, ne, wenn ihr jetzt hier Auslösebenachrichtigung. Na, dann kriegt ihr hier so eine Benachrichtigung. Dafür muss es aber erstmal online sein und eine Zeit gelaufen sein. Wir können dieses Gerät auf den Startbildschirm hinzufügen. Machen wir das mal, hinzufügen. Und wir sehen, jetzt habe ich hier das Gerät als Verknüpfung und komme da direkt rein, wenn ich das dann schalten möchte. Das ist auch ganz cool. Gehen wir nochmal da rein. Stiftsymbol. Und ja, hier können wir Feedback geben, hier haben wir Updates machen, das war's. Mehr ist hier wohl nicht möglich. Wir können hier unten nochmal Leuchteffekte, die sich bewegen, auswählen. Hier haben wir DIY, ah, sieh mal an, und dann können wir hier auf Hinzufügen gehen. Und hier können wir unsere eigene Farbe erstellen beim Bewegen und machen wir das einfach mal. Und nochmal ein Plus und nochmal ein bisschen Grün, nochmal ein Plus und einmal Rot. Dann können wir eine Sichtprobe machen, wie das Ganze sich verhält. Wir können hier Abschnitt für Abschnitt einstellen. Ja, wir können hier segmentiert einstellen. Dann nochmal auf Probe. Jo, das sieht auch schon mal schön aus. Wir können die Geschwindigkeit davon einstellen, wie das denn wandern soll. Ihr seht, es wird jetzt halt immer schneller, dann können wir es langsamer machen. Hier oben können wir diese Effekte auswählen, wie sich das verhalten soll. Atmen. Ja. Manchmal dauert das auch ein bisschen, bis das Ganze dann hier ankommt. Hier die Helligkeit. Das ist schön. Und wenn uns das dann gefällt, können wir das hier speichern. Und dann haben wir hier eine DIY-Szene. Können wir die Szene ändern?
Ja, wenn wir da drauf gehen. Und hier können wir sogar einen Namen geben. Das finde ich auch schön. Nur weil jemand mal gefragt hat, wie das Ganze funktioniert. Hier können wir nochmal Musikeffekte aussuchen. Wir haben einen Lokalbetrieb und einen App-Mode. Lokalbetrieb ist einmal hier über das Mikro, wird das Ganze gesteuert und angepasst. Und dann haben wir nochmal den App-Mode. Dafür muss dann immer die App im Hintergrund laufen, wenn ihr das Smartphone irgendwo liegen habt. Finde ich irgendwie doof. Das finde ich irgendwie besser. Aber es sind halt unterschiedliche Leuchteffekte. Hier haben wir einen Musikrhythmus, Spiel und Romantisch. Ja, das haben wir hier einfach nicht. Das ist so der Unterschied, der mir jetzt direkt aufgefallen ist. Ne? Wenn wir jetzt hier das auswählen, dann können wir hier die Empfindlichkeit auch einstellen, wie empfindlich das dann reagieren soll. Das Ganze braucht einen kleinen Moment, bis das dort ankommt. Und dann funktioniert das eigentlich ziemlich cool. Aber es kommt halt immer darauf an, was ihr auch eingestellt habt, wie laut eure Musik ist und wie ihr das Mikrofon ausgerichtet habt. Habt ihr das zum Beispiel zur Decke, so wie ich das am Anfang an einem Gerät hatte, kommt das nicht so cool an und dann leuchtet das halt nicht so schön wie mein anderes Gerät. Da halt immer dran denken, wenn ihr das befestigt, dass das Mikro auch den Sound einfangen soll. Ihr müsst euch das so vorstellen wie ein Sichtkontakt. Der Lautsprecher muss da drauf gucken können, dann ist alles gut. So, das machen wir jetzt hier einmal aus, weil das ist ein bisschen störend. Und dann haben wir unten noch so vier Kacheln. Was ist das? Hier können wir so Zeit abfolgen, planen oder wenn ihr das ein- und ausschaltet. Und hier können wir die Länge anpassen. Ne? Ihr wisst ja, 10 Meter ist original. Und ändern wir das jetzt auf die Länge, wie es sein soll. Ne? Das sind alles hier so 25 cm Schritte. Ihr seht das. Und dann können wir halt auch die Länge dort anpassen. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was man hier so wissen muss über das Gerät. Ich werde das Gerät jetzt wieder aus der App entfernen. Wir entfernen das aus der App, wenn wir da nochmal auf den Stift gehen. Und dann haben wir hier Gerät löschen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal lösche ich nun das Gerät aus dieser App raus. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Gerät aus der App und aus der Cloud zu löschen. Habt ihr das jetzt beispielsweise in der LSC Smart Connect App? Würdet jetzt hier auf Trennen gehen, dann könnt ihr das in die Tuya-App unter denselben Namen im selben Raum wieder hinzufügen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Einfach mal ausprobieren, ein bisschen Mut zeigen. Ich trenne das jetzt und kann das dann in der LSC-App wieder hinzufügen. Das heißt dann genauso, wie es jetzt hier heißen würde und wäre möglicherweise in denselben Raum, wenn er vorhanden ist, auch dann in der anderen App. Aber ich möchte es einfach komplett löschen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde, heute ein bisschen ausführlicher und es ist tatsächlich möglich, dass wir das Gerät auch ohne App benutzen und einrichten können. Wusste ich vorher nicht. Es steht auch nirgendwo drauf und schon gar nicht in der Anleitung. Ziemlich schade, dass das bei den alten LED-Stripes nicht der Fall war. Das scheint wohl jetzt mittlerweile neu zu sein, weil ihr wisst ja, so wie jetzt in diesem Fall, manchmal liegt es einfach rum und blinkt. Da wäre mir das auch irgendwann schon aufgefallen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Alle 25 cm kann man schneiden. Denkt daran, das Ganze dann noch in der App anzupassen, falls es mal nicht funktionieren sollte. Ja, Firmware-Update war nicht verfügbar. Es gab bis jetzt her nur diese eine Version, die da drauf war. Jo. Bis jetzt für den Preis kann man echt nicht meckern, weil man kann es wirklich außen überall steuern. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ich habe mir damals zweimal 5 Meter gekauft und zweimal 5 Meter, ja, ist halt. Kann man nicht verlängern, ist dann ziemlich doof. Deswegen finde ich das schon sehr praktisch, dass sie jetzt eine 10-Meter-Version rausgebracht haben, weil viele haben sich immer darüber geärgert, dass es nur 5 Meter ist. Kann ich auch irgendwo verstehen, wenn man jetzt irgendwie eine Wand damit verkleiden möchte, ist 5 Meter schnell aufgebraucht. Das habt ihr ja hier an meinen Soundpanels. Ihr seht, im Hintergrund leuchtet das sogar noch ein bisschen. Da wäre jetzt 10 Meter, wäre da vielleicht auch nicht cool gewesen, weil 2x 5 Meter außenrum ja, würde dann gleichmäßigen Effekt erzeugen und so, ne, wenn man oben die Mitte trifft, so wie ich das geschafft habe. Glücklicherweise, da ist mit 10 Meter, wäre das dann einmal ringsrum, das wäre dann wahrscheinlich nicht so cool. Da wird der Effekt nämlich einmal so rumlaufen, das wäre dann ja optisch nicht so nice. Alles klar? Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, denn das ist auf YouTube übrigens kostenlos. Unten links in der Videobeschreibung, da findet ihr einmal meine Facebook-Gruppe, wenn ihr Fragen habt und so, Community austauschen und so, meine Facebook-Seite. Wäre schön, wenn ihr mir da auch mal folgt, weil da ist irgendwie nichts los, obwohl ich da immer irgendwas reindonner. Vielleicht gefällt dir das ja auch und du folgst mir da auch noch. Und meine Homepage, wo du vielleicht auch mal andere Produkte und so ein bisschen lesen und so, ja, kann ja vielleicht auch mal helfen. Aber ich danke dir erstmal fürs Einschalten und wie gesagt, selber gekauft bei Action und achte darauf, dass euer Paket auch geschlossen ist, wenn ihr das kauft, weil das ist nicht cool. Ich habe
habe da schon so ein paar Mal doofe Erfahrungen gemacht. Aber bisher, die Produkte sind ja nicht schlecht. Und jetzt werde ich das Video mit dem anderen LED-Band aufnehmen. Wenn ihr das dann auch sehen möchtet, schaut einfach mal in meiner Playlist nach oder sucht einfach in meinen Videos oder auf Video gehen, wenn ihr meinen Kanal die Übersicht öffnet. Da könnt ihr dann halt sehen, was ich in der letzten Zeit so getrieben habe. Manchmal sind auch coole Sachen dabei, manchmal auch nicht. Ja, ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Björn.